Jetzt etwas Mikrowarpen haben wir gemacht und beschleunigen das Ganze mal. Gummi, Gummi, Gummi. 1, 5. 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt etwas vorsichtiger. 6, 7, 8, 9. Und... Ja. Gut. So, nehmen wir erstmal dahin. Das nächste Manöver machen wir wieder bei der Descending Node. Das heißt, wir werden uns hier ein Manöver reinsetzen. Und wie wir sehen, haben wir eine ganz schöne Abweichung. Das wird mindestens eine 80er Brennung oder so. Oder werden wir mal sehen. Vielleicht sogar 90. So, ist sogar eine 100er Brennung. Es ist sogar eine 100er Brennung. Ja, ja, das. Das ist ganz schön Stöffling, was da ist. Da haben wir eine ganz schöne Abweichung hochgebrannt. Aber na gut. Ist ja nicht so, dass wir das Material nicht hätten zum Brennen. Also davon, ja. Also. Da gibt es schlimmere Situationen, würde ich mal behaupten. Viel schlimmere Situationen. Okay, wir sind erfolgreich in Position. Position ist eingenommen, passt, passt, passt. Das heißt, wir werden etwas nochmal ranwarpen, gehen runter und beschleunigen mal die Meterchen weg. Ah. Ja, wollen wir mal ein bisschen genau machen. 0,0. Bisschen genau, so viel zu dem Thema. Es ist sogar sehr genau geworden. Gut. Dann wollen wir die nächsten Standardmanöver machen. Das heißt, Add-Manöver. Wir brennen voll raus. Und sehen, dass wir ziemlich oft umrunden müssen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, um genau zu sein. Weil ein sechstes Mal wäre dann schon wieder zu viel. Ja, seht ihr da? Ja? Also, so viermal, aber auch nicht dort, sondern... Sondern mehr hier. Die nächste dann, wir warten mal zum nächsten Manöver. Das sind jetzt 4 Stunden, die wir jetzt sozusagen rumdümpeln, das Forscherteam. Da können die nochmal ein paar Berechnungen machen und so. Ne, man kennt's ja. Ist ja nun, ja, nichts Unbekanntes. Und der Debris fliegt hier und fliegt hier. Aha. Gut, wir haben's erreicht. Das heißt jetzt irgendwo hier. Und zwar genau da haben wir unseren Punkt, dass wir dort ankommen wollen, wo wir ankommen wollen. Das heißt 7,3 zu 3, noch was. Jetzt habe ich es mir zerschossen. Nochmal weg. Hallo? Jetzt habe ich es mir verbogen, das Ding. Nochmal. Add-Manöver. So, warte mal. Wir machen das wieder mit dem Mausrad.
So ist das doch ganz prima. 10 Kilos. Zu 18 Kilos, das wird also mehr. Mehr ist schlecht. Ich will ja näher ran. 4, noch was Kilos. Nur mal schauen. Es sieht nach noch ein bisschen weniger Gummi aus. 4,9. 4,8. 5, noch was. Das ist nicht so schön. 5, noch was. Jetzt fängt das schon wieder an. 4,7. Oh Mann, ey. 13, noch was. Überhaupt nicht gut. 5,1. Ja, das haut auch nicht in so die Richtung. 2,5. 1,0. Nehmen wir. 1-0 ist schick. Also gegen 1-0 kann ich nichts sagen. Also, wenn ich da meckern würde, dann weiß ich auch nicht. Also, alles. Gut. Warp to next Manöver. Dann kriegen wir dann die drei Herrschaften da auch hoch. Und ich muss langsam zusehen, dass ich mir wirklich mal so eine Art Personalienliste schreibe. Ja. Personalienliste. Ich habe ja schon ein bisschen angefangen. Ich habe so einen kleinen Schmierzettel hier, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen größeren. Okay. Schiff ist einigermaßen in Position. Oh ja. Gut, wir beschleunigen. So. Jetzt kommen die Mikrobrennung. Und das ganze Teil vibriert wieder. Super, ey. Was vibriert das? 0,0. Nehmen wir. Wie stark sind die Abweichungen? 2,1 zu. Kann ich nicht lesen. Krieg ja nicht ein besseres. 9, noch was. Ja, okay. Gut, 2,1. Das heißt, wir adden hier ein Manöver rein. Und werden von dort aus einfach mal beschleunigen. So. 26 noch was. Das sieht nicht schick aus. So ist weiter abweichend. Oh, was haben wir da? 5, noch was. Aha. Hm. 21 noch was? Muss das noch ein bisschen sauber raufkriegen? So wird's größer. So wird's noch größer. Das irgendwas haut hier nicht hin. So wird das größer. Hier drin Ritschrücke. Drücken. Ah. Okay, was haben wir da für Werte? 10 Kilometer.
Wieso kriege ich hier so komische Werte? Ein Kilometer. Ein Kilometer, okay. Ein Kilometer. 1,1. Wieso toll? Ein. So, wir nehmen die mal auf 1 Kilometer. Ein Kilometer. Dann hätten wir hier 2,1. Ah ja, ich verstehe. Richten wir uns mal aus. Ah. Da dreht sich die Gurke. Und es ist ausgerichtet. Sehr schön. Next Manöver. Wobben, wobben, wobben. Haben da eine Brennung von 51,6, aber wir werden gleich wieder einen Frame Drop haben, weil wir dann in die Nähe der Van Braun sind. So. Wir haben eindeutig näher zu Van Braun. Man sieht's. Unverkennlich. Frame Drop erreicht. Okay. Wir gehen etwas in den Time Warp rein. Lassen den mal so kommen. Und werden nach Möglichkeit unsere Brennung einigermaßen sauber gestalten. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, dass der nicht gleich so Gummi spielt wie vorhin. Das war ja echt der Hammer gewesen. 21 Sekunden. 13. Wir gehen aus dem Time Warp raus und beschleunigen. Lassen in der Beschleunigung schön kommen. 40 Meter pro Sekunde. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. 3,6 und er macht wieder Gummi, ich hab's geahnt. Oh Mann. Warum? Hat er sonst nie so gemacht? Guckt euch das mal an. Ich bin leicht irritiert. Aha, jetzt wird er ruhig. 0,0. Was für eine himmlische Geburt. So, 0,9. Wir sind sogar noch genauer geworden. 0,9. Man kann eine Menge sagen, aber ich muss mal sagen, das ist göttlich. Also das ist super. Also das ist genial. Also was will man mehr? Ich weiß es nicht. Das heißt für uns, wir werden mal hier ein Manöver reinschauen. Jetzt müssen wir mal kicken. Da hätten wir dann 4, noch was? 4,1. 4,0. 1,1. 1,1 gefällt mir nicht. 1,2 gefällt mir noch weniger. Hm.